Heute möchte ich euch dieses Buch hier vorstellen mit dem Titel Can't Hurt Me von dem Autor David Goggins mit dem Untertitel Master Your Mind and Defy the Odds, was auf Deutsch so viel heißt wie Meistere deinen Geist oder Verstand und trotze den Widrigkeiten. Ich habe das Buch auf dem Kindle, weswegen ich euch hier nur das Cover einblende, und ich habe die Originalversion. Soweit ich das gesehen habe, gibt es das Buch nur auf Englisch und zwar in zwei Versionen, der Originalversion und einer Clean Edition. Und wenn man das Buch im Original liest, dann weiß man auch wieso, denn ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben ein Buch gelesen, wo so viele Schimpfwörter drin sind, so viele SHIT und FUCK-Wörter wie in diesem Buch habe ich noch nie gelesen. Das Buch ist eine Autobiografie des ehemaligen Navy Seals David Goggins und eins vorab, wow, das Buch und die Lebensgeschichte von David Goggins sind ein absoluter Motivator und zwar richtig krass. Ich habe mehrmals das Bedürfnis gehabt, als ich das Buch gelesen habe, das Buch sofort zur Seite zu legen, meine Schuhe zu binden und einfach rauszugehen und eine Runde zu laufen, was ich dann letztendlich doch nicht getan habe, weil das Buch halt einfach viel zu spannend war, um es wegzulegen. Aber zunächst kurz über den Autor. David Goggins ist, wie vorhin erwähnt, ein ehemaliger Navy SEAL und die SEALs sind eine US-Spezialeinheit und haben angeblich eine der härtesten Aufnahmeprüfungen überhaupt. Noch während seiner aktiven Militärzeit hat David Goggins dann angefangen, sogenannte Ultramarathonläufe zu machen und das sind Läufe, die über die übliche Marathondistanz von 42 Kilometern hinausgehen. Und inzwischen hat er davon über 60 Stück absolviert, unter anderem so etwas wie den Badwater-Lauf, der über 135 Meilen geht, also das sind 217 Kilometer, und im Death Valley im Hochsommer startet, also an einem der heißesten Orte zum heißesten Punkt des Jahres überhaupt und dann später in die Berge über Stock und Stein geht. Also etwas, was man sich als normalsterblicher Mensch gar nicht vorstellen kann, so ein Ding tatsächlich zu laufen. Dabei hat er gleich mehrere Streckenrekorde geschafft und dann auch noch zusätzlich geschafft, den Guinness-Weltrekord für die meisten Klimmzüge innerhalb von 24 Stunden aufzustellen, nämlich sagenhafte 4030 Stück. Inzwischen ist er als Berater, Redner und Autor tätig und berät viele Fortune 500 Companies und viele Sportteams. Ein Großteil des Buches, ich würde so schätzen circa 80-90%, besteht aus Geschichten aus seinem Militär oder Erlebnisberichten von diesen Ultramarathonläufen. Und ich muss echt sagen, dass das Buch, wie man im Englischen sagt, ein absoluter Page-Turner ist. Man kann es gar nicht zur Seite legen und während man es liest, denkt man sich, wie zur Hölle kann es sein, dass ein Mensch oder besser gesagt der menschliche Geist zu solchen Leistungen überhaupt in der Lage ist? Wie der Untertitel Master Your Mind bereits sagt, ist nach Ansicht des Autors der menschliche Geist sowohl das Limit als auch gleichzeitig das Potenzial zum Brechen dieses Limits. Das heißt, der Geist limitiert und der Geist befähigt dazu, über dieses Limit hinauszugehen. Und nach Ansicht des Autors ist das Leben ein Mind Game, wie er im Englischen sagt, also eine Art Psychospiel oder ein Gedankenspiel, was unser Verstand mit uns spielt und wir müssen halt versuchen, über die Spielregeln des Verstandes hinauszugehen. Wenn wir also unserem Geist die Geschichten über unsere Limits glauben, dann werden wir auch auf diese Limits hereinfallen. Wenn wir dem Geist glauben, die Geschichte, dass die Couch gerade sehr viel gemütlicher ist, dann werden wir auch zum Sklaven der Couch und unserer Limits werden. Wenn wir das aber nicht glauben und dem Geist verwehren, uns diese Limits aufzulegen, dann wird der Geist gleichzeitig zu unserem mächtigsten Verbündeten und ermöglicht und befähigt uns zu Dingen, die wir uns niemals hätten vorstellen können. Einer der bekanntesten deutschen Ultramarathonläufer, Wolfgang Schwerk, hatte dazu auch einmal gesagt, es gibt keine Limits, solange der Geist stärker ist als der Körper. Dazu müssen wir aber laut Autor im ersten Schritt absolut ehrlich zu uns selbst sein. Und er warnt auch davor, dass diese Ehrlichkeit verdammt wehtun kann. Denn wir müssen eine Bestandsaufnahme machen, wo wir gerade im Leben stehen und welche Träume wir vielleicht mal in der Vergangenheit hatten und vielleicht jetzt noch haben. Und wir können nur von da aus starten, wo wir sind, wo wir wirklich und ehrlich sind, an dem Punkt, wo wir stehen, im Hier und Jetzt und nicht irgendein Fantasiegebilde, was wir uns ausmalen, wo wir uns hinträumen, was wir glauben über uns, wo wir uns gerade befinden in unserem Leben. Das hilft nichts. Wir müssen im Hier und Jetzt verankert sein. Der Autor hat das so weit getrieben, dass er sich im Grunde genommen selbst darauf programmiert hat, dass
Sobald es draußen regnete oder schneite, sein Verstand ihm sagte, zieh deine verdammten Laufschuhe an, wir gehen raus. Er programmierte sich im Grunde genommen danach, nach Unbequemlichkeit zu streben und Unbehagen zu suchen und sich dem auch immer wieder auszusetzen. Und das hat dazu geführt, dass er einfach tougher, dass er zäher und resilienter wurde und sein Geist ihm dabei half, seine Ziele zu erreichen. Er betont auch immer wieder, dass das Leben im Grunde genommen eine gedankliche Manipulation ist, also das sogenannte Mind Game. Und dass, wenn wir von den Dramen des Lebens überrollt werden, wir meistens vergessen, dass egal wie schlimm der Schmerz ist, egal wie entsetzlich die Erfahrung ist, alles Schlechte endet irgendwann mal. Und ich würde noch hinzufügen, dass auch alles Gute irgendwann mal endet. Und er sagt, dass genau in diesem Moment des Vergessens, der passiert genau dann, wenn wir die Kontrolle über unsere Emotionen, über unsere Gedanken und Erfahrungen abgeben an Menschen im Außen. Einen weiteren interessanten Punkt fand ich, dass der Autor eine Szene beschrieben hatte während einer besonders harten Prüfungssituation während seiner Prüfungszeit bei den Navy SEALs. Und zwar meinte er, dass er irgendwann festgestellt hatte, dass er sein ganzes Leben bisher aus dem völlig falschen Blickwinkel betrachtet hatte. Er hatte die falsche Perspektive auf sein Leben. Und er hat festgestellt, dass alles, was ihm bisher passiert ist im Leben, alle harten Sachen, alle schlechten Dinge, und dazu muss ich auch sagen, dass seine Kindheit und seine Jugendzeit, die er in dem Buch beschrieben hatte, etwas absolut Grausames ist, was man nicht mal seinem ärgsten Feind wünschen würde. Ich würde jetzt auf die Details hier im Buch nicht eingehen, aber er hat festgestellt, dass er diese Grausamkeiten, die ihm passiert sind, aus dem völlig falschen Blickwinkel gesehen hat. Er hat aufgehört, sich selbst als Opfer zu sehen und festgestellt, dass diese Dinge und alle Dinge, die noch in seinem Leben passieren, der Trainingsplatz dafür waren, ihn darauf vorzubereiten, wo er jetzt ist, in der Situation, in der er sich befunden hat, um das durchstehen zu können. Das heißt, dass sein Geist im Grunde genommen abgehärtet wurde, gestählt wurde, um ihm zu helfen, die Dinge zu überwinden, die quasi noch weiter in seinem Leben als Unwägbarkeiten auftauchen. Er sagt, das ist auch genau der gleiche Grund, warum es am wichtigsten ist, am härtesten zu pushen, wenn man am wenigsten Lust dazu hat. Es ist auch der gleiche Grund, warum man sein Bestes geben sollte, wenn man am wenigsten motiviert ist, gerade um seinen Geist zu trainieren für genau solche Situationen, damit man beim nächsten Mal es im Grunde genommen leichter hat. Seiner Ansicht nach ist der Charakter eines Menschen sein Fundament. Und wenn man jetzt auf dieses Fundament jede Menge Erfolge und noch mehr Misserfolge aufbaut, dann wird das Fundament, wenn es nicht solide ist, nicht halten und wegbrechen. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass, wenn man einen resilienten Verstand oder Geist aufbauen möchte, man zur Quelle seiner Ängste und Unsicherheiten gehen muss. Und er sagt, das ist keine bequeme Übung, das ist sehr unbequem, aber es ist die einzige Möglichkeit, durch die Ängste und durch die Unsicherheiten hindurchzugehen. Wenn dir das Buchreview bis zu dieser Stelle gefallen hat, dann würde ich dich bitten, dir kurz Zeit zu nehmen und mir ein Abo und einen Daumen hoch dazulassen. Vielen Dank. Einen weiteren interessanten Aspekt in dem Buch fand ich seine sogenannte 40%-Regel. Und zwar ist es nach seiner Ansicht so, dass die meisten Menschen bei 40% ihrer Anstrengung aufgeben. Das bedeutet, sogar wenn wir glauben, dass wir unser absolutes Limit erreicht haben, haben wir noch 60% mehr zu geben. Er sagt, dass, wenn man das einmal weiß, es lediglich darum geht, seine Schmerzgrenze auszuweiten und seine Identifikationen und limitierenden Glaubenssätze aufzugeben und ziehen zu lassen. Und er sagt, man kann diese 40%-Regel nicht nur in Bezug auf physische Leistungen, wie zum Beispiel das Laufen oder Klimmzüge oder was auch immer, anwenden, sondern auch in seinen beruflichen Bestrebungen oder sonstige Bemühungen, die man in seinem Leben macht. Denn er sagt, wenn man das anwendet und es schafft, durch diese 40%-Grenze immer weiter und immer weiter durchzubrechen, dann wird die Belohnung weit über das hinausgehen, was man auch als materielle Belohnung so gesehen bekommt, wenn man all diese Dinge tut. Der Autor sagt aber auch explizit dazu, dass niemand es schafft, aus dem Stand heraus sofort die restlichen 60% zu schöpfen und in dieses Reservoir eintauchen zu können. Das ist eine Sache, die man Schritt für Schritt inkrementell machen muss. Als Beispiel, wenn man bisher nur geschafft hat, immer nur 5 Kilometer zu laufen, dann pusht man sich beim nächsten Mal vielleicht
auf 6 Kilometer. Und dann sind die 6 Kilometer die neue Basis. Das heißt, man hat seine Nulllinie oder seine Basislinie auf 6 Kilometer gepusht. Und das bedeutet, wenn man das nächste Mal läuft, ist die neue Basis 6 Kilometer, von der man abspringt, und nicht mehr 5. Und von da geht es dann weiter auf 7, 8, 10, 15 Kilometer und so weiter. Es ist ein Prozess der kontinuierlichen und inkrementellen Verbesserung. Schritt für Schritt, ganz langsam. Der Autor sagt auch, dass es im Militär den Spruch gibt, dass wir nicht zu dem Level unserer Erwartungen aufsteigen, sondern auf das Level unseres Trainings runterfallen. Das bedeutet, wenn wir nicht durch adäquates Training unsere Grenze oder unsere Basislinie immer weiter gepusht haben, dann wird es so sein, dass wenn wir in eine neue herausfordernde Situation in unserem Leben geraten, wir natürlich sehr weit runterfallen, nämlich auf das Level unseres Trainings, auf unsere Nulllinie. Wenn wir es jedoch schaffen, durch dieses inkrementelle, kontinuierliche Verbessern, unsere Basislinie immer weiter hoch zu pushen und uns dazu quasi zu zwingen, nicht bei 40% aufzugeben, sondern vielleicht dann schon bei 60, 65, 70% unseres möglichen Potenzials, dann werden wir, wenn wir in einer Situation sind, die vielleicht 75% erfordert, auf die 70% zurückfallen und nicht auf die 40%. Was ich gegen Ende des Buches auch noch sehr interessant fand, war eine Nahtoderfahrung des Autors und damit einhergehend eine Art Selbstverwirklichungs- oder Erleuchtungserfahrung. Er selbst sagt in dem Buch, dass er nicht genau weiß, was es ist, was er da erlebt hat. Er gibt lediglich einen Erfahrungsbericht wieder. Und den Erfahrungsbericht im Ganzen hier wiederzugeben, würde den Rahmen des Videos sprengen. Aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass er sagt, dass wenn man es schafft, seinen Geist oder seinen Verstand über ein gewisses Limit hinaus zu pushen, dann kommt man auf einmal in einen Raum und erfährt eine absolut wunderbare und schöne Stille und Ruhe des Geistes. Der Geist fokussiert sich auf einen einzigen nadelspitzen Punkt und blendet die Außenwelt komplett aus. Alle Grenzen fallen weg und man fühlt sich verbunden mit sich selbst und allen Menschen und Dingen um einen herum bis in den tiefsten Kern seiner Seele. Und das ist wohl die Belohnung, die man erhält, wenn man seinen Geist und seinen Körper über alle Grenzen hinaus pusht wie ein Verrückter. Als Fazit kann ich sagen, dass dieses Buch eine absolut fesselnde Autobiografie ist, ein wahrlicher Page-Turner, den man nicht mehr aus der Hand legen kann. Und wie ich zu Beginn gesagt habe, man hat einfach das Bedürfnis, beim Lesen des Buches das Buch einfach zur Seite zu legen, seine Laufschuhe anzuziehen und direkt rauszugehen und um den Block zu laufen oder sich direkt auf den Boden zu schmeißen und Liegestütze zu machen, bis einem die Arme wegbrechen. Also wenn du eine Geschichte, eine Lebensgeschichte und einen Bericht aus erster Hand lesen willst, wozu der menschliche Geist so in der Lage ist, dann kann ich dir dieses Buch einfach nur empfehlen. Unten in der Infobox findest du wie immer einen Amazon Affiliate Link. Wenn du das Buch über diesen Link kaufst, dann bleibt der Preis für dich gleich. Ich erhalte eine kleine Provision und somit kannst du die Arbeit auf meinem Kanal unterstützen. Vielen Dank. Und vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen hoch dazulassen, falls dir dieses Buchreview gefallen hat. Ansonsten vielen Dank nochmal und hoffentlich bis zum nächsten Mal.